ihre Haare richten. Oh. Yo, ein herzliches Hallo, ich bin der Reflex und wir haben jetzt hier eine mega interessante Folge von Die Bachelorette 2023 und zwar die 5. Folge. Mega viel wieder passiert, ich will gar nicht so viel spoilern, wir gehen direkt rein. Jetzt geht's los, ja, Gruppendate Jetski, ja. Lieber David, du darfst Finn ablösen. Okay, heute 2 Dates, let's go. Hello again. Wie ihr bestimmt schon wisst, liebe ich Action. Aber manchmal darf es auch ruhig und relaxed sein. Josiah, kommst du rum? XOXO. Die Jenny hat den Finn auf einem Jura-Date mit dabei gehabt. Ich habe das jetzt hier dezent rausgeschnitten, weil es war sowas von langweilig, sich das anzuschauen, was sie da machen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das nächste Date sein wird. Jenny! Ich freue mich sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte heute nicht damit gerechnet, heute noch ein Einzeldate zu bekommen. Vielleicht bist du der Erste, der sie küsst, aber ich der Letzte. Oh, die Kampfansage hier von, wie heißt er nochmal? Okay, der Name ist in Vergessenheit geraten, aber man weiß, wo er herkommt, der Langweiler. Was hast du dir bei dem Date gedacht? Und warum ich? Ich finde, dass wir uns gut verstehen, aber dass noch so eine Distanz irgendwie zwischen uns war. Und ich dachte mir bei so einem Date, dass das so eins der weitergeht. Dann weißt du, was ich meine? Das habe ich auch immer gesagt. So, ich glaube, wir sind schon weiter, als wir vielleicht denken, aber irgendwie auch nicht. Weißt du, wie ich meine? Natürlich, da fehlt halt noch dieses bisschen. Die müssen sich erstmal leidenschaftlich ein bisschen näher kommen, weil durch Gespräche allein baut man ja nicht wirklich dieses Kribbeln auf. Und ich kann dir nur sagen, dass es sich einfach gut anfühlt. Ja. Worauf bist du am meisten stolz in deinem Leben? Darüber habe ich heute nachgedacht, ja. Ich glaube, auf meine Freunde, ja. Er ist am meisten auf seine Freunde stolz. Das mal so sagen zu können, ist erst einmal krass. Mich würde mal sehr, sehr brennend interessieren, was hat er für Freunde in seiner Umgebung? Und warum sagt er das so? Halten die so viel zu ihm? Geben sie ihm viel? Oder sind das einfach nur Partyfreunde? Oder was sind das für Freunde? Das würde mich echt interessieren. Es gibt aber wiederum auch andere Dinge, die auch wichtig sind, wie Familie und so. Warum erwähnt er die Familie nicht? Was ist noch wichtig voneinander zu wissen? Nee, ich habe keine, also ich habe keine Frage. So, ich wollte einfach für mich gucken, wie... Wie der Vibe ist. Ja. Ja. Wie ist der Vibe? Ist okay. Reicht. Nein, ist wirklich typisch gut. Wieder. Nein, ja, ich bin ja immer, ich kann nicht so viel so erzählen, aber ist gut. Doch, also ich könnte es mir. Ich erzähle es jetzt einfach. Ja, erzähl. Ich habe mir heute gedacht, okay, irgendwann. Anfangs war ich so, ich gucke, ob es passt. Ob ich sie gut finde. Hat gepasst, dann war ich so, ich gucke, ob es vibet. Hat gepasst. Und jetzt bin ich so, oh, jetzt kommt der nächste Schritt. So, weißt du, wie ich meine? Ich dachte nicht, dass ich an den Punkt so komme. Jetzt fragt man sich so, boah, könnte man sich das vorstellen? Könnte man sich verlieben? Und dann war ich so, oh, find ich, aber weißt du? Verlass dich einfach drauf ein, ganz ehrlich. Ja. Ich mach das auch. Es soll sich ja was Schönes, Langfristiges entwickeln. Und wenn sich das dadurch entwickelt, dass wir uns mehr Zeit lassen, dann ist das genau das, was ich möchte. Also eine Beziehung sollte auf jeden Fall aufeinander aufbauen. Und ich finde, man kann nicht innerhalb kürzester Zeit schon so extrem viele Gefühle füreinander haben. Also Gefühle, ich meine, ich rede jetzt nicht von diesen Gefühlen, dass man sich jetzt gerade kennenlernt. Die können brachial sein, aber ich rede jetzt von diesen langfristigen Gefühlen, dass man auch versteht, dass man auch merkt, okay, das hat langfristig auf jeden Fall eine Chance und man kann auf jeden Fall zusammen was aufbauen. Ich bin gespannt, in welche Richtung das dann geht. Dass er sich so einfach fallen lassen konnte und ich einfach quasi auch ohne Hände, einfach nur so, krank. Der übertreibt einfach so ein bisschen, als hätte er sich noch nie in eine Frau verliebt. Ozan lebt auch so in einer eigenen Welt irgendwie. Lass doch die Leute einfach reden, wenn die einen schönen Moment gehabt haben, lass sie das doch erzählen. Also der Ozan, der ist schon sehr eifersüchtig. Dann ihre Haare so, ja, gut gerochen. Ihre Haare riechen, oh. Ich glaube keinen Kuss, ich glaube keinen Kuss. Aber heute Abend, Bro. Heute Abend. Warum heute Abend? Ja, Jesajas. Ach so. In der Villa.
Es gab keinen Kuss und alle klatschen erstmal. Alter, wie ehrenlos. Wie einfach alle klatschen. Und ja, jetzt hat er gerade erfahren, dass noch ein anderer heute noch ein Date hat. Und mal schauen, wie Desire heute abschneiden wird und ob es da sehr gut knistern wird. Mal gucken. Ich habe Desire heute zu dem Spa-Date eingeladen, weil wir auch gerade an dem Punkt sind, wo man weiterkommen muss. Ich umarmen. Wie geht's dir? Gut, dir? Ja. Oh, mir geht's auch gut. Massage ist eigentlich immer ein guter Start. Kannst schon gut massieren. Echt? Ja. Ganz ehrlich? Schon. Ich habe eine Frage. Ja. Wie ist denn das so? Hast du schon irgendwelche Favoriten? Ja, weiß ich. Also, es gibt Favoriten, ja. Okay. Es gibt Favoriten. Aber es gibt jetzt niemanden, wo du sagst, okay, an sich könntest du jetzt morgen die Villa verlassen und nach Hause gehen. Nee. Das glaube ich ihr jetzt eigentlich nicht, weil es sind ein paar Männer dabei, wo ich einfach merke, dass sie kein Interesse hat oder dass sie einfach immer so beiseite geschoben werden, mehr oder weniger. Aber gut, in dem Moment will sie einfach auch gut dastehen und deswegen sagt sie, nee, es sind alles noch Favoriten, mehr oder weniger, und jeder hat noch die Chance. Aber eigentlich sucht man sich die Leute schon im Vordergrund heraus und man weiß, okay, du bist ganz weit oben. Und bei den anderen, ja, die werden irgendwann aussortiert. Ich denke schon, dass ich irgendwo zu den Favoriten gehöre. Nee, echt jetzt? Derjenige, der schon die meisten Dates gehabt hat? Nein, du gehörst nicht zu den Favoriten. Wie kommst du denn da drauf? Was wäre für dich ein Grund, dass du sagst, nee, kein Bock weiter zu treffen? Das letzte Mal, was hast du dir da gedacht? Tatsächlich, dass ich ihr etwas ziemlich Vertrautes erzählt habe. Und sie hat halt direkt mit ihrer Freundin drüber geredet und das habe ich danach so durch Zufall erfahren. Das war halt für mich so ein Grund, wo ich gesagt habe, hey, ich vertraue dir in diesem Moment, weißt du? Und da ist mir halt auch wichtig, dass es bei dir bleibt. Vertrauen ist enorm wichtig. Also wenn ich einer Person was anvertraue, dann will ich natürlich auch, dass es wirklich bei dieser einen Person bleibt. Aber es läuft leider, die Natur hat es leider so getan, so gemacht aus den Menschen, dass die einfach zu den Nächstbesten rennen und das einfach weitererzählen. Weil die anderen Menschen können das zu 99%, können sie einfach nicht ihre Pappen halten und dann erzählen die das weiter. Und dann sind halt so Intimitäten, wo man eigentlich mit Herzen preisgibt und wirklich den Menschen vertraut, dass derjenige das den anderen nicht sagt, dass die das dann trotzdem so weitererzählen, finde ich nicht in Ordnung. Das ist schon ein enormer Vertrauensbruch. Und bei dir? Was ist bei dir so ein Grund gewesen? Das Ding ist, normalerweise bin ich so nach einem Date schon. Ich sag, nee, kein Bock mehr. Okay, woran liegt's meistens? Keine Ahnung. Einfach kein Bock. Ich weiß nicht, ich habe so, wenn ich jemanden kennenlerne und wenn wir dann schreiben, dann habe ich, keine Ahnung, eine gewisse Vorstellung von der Person und... Da kommt der, du denkst, was geht. Oder wie? Ich denk mir so, nee. Boah, wie sie eigentlich in Wirklichkeit alle so einfach so aussortieren würde nach dem ersten Date oder nach dem ersten Kennenlernen. Ich glaube, da würden wahrscheinlich 19 von 20 Männern einfach direkt fliegen. Ja, okay, vielleicht nicht 19, vielleicht dann 17. Du hast halt den Donner gerufen, oder was? Mhm. Ich dachte mir, Spa und Regen. Was willst du mehr? Ja, ne? Also ich glaube, das Gewitter hat ganz gut gepasst. Es waren sowohl Blitze als auch Funken zwischen uns. Es hat sich gut angefühlt. Sehr bedanken. Dass du mich hierher eingeladen hast. Lippen fühlen sich gut an. Ja, ist das so. Das ist so. Gleichmals. Dankeschön. Der erste Kuss ist gefallen mit dem Desire. Ich finde aber, das Gespräch davor war irgendwie kein so richtig schönes, anziehendes Thema irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde es schön, dass du mich eingeladen hast und dann der Kuss. Ich weiß nicht, das war irgendwie so emotionslos. Also so, keine Ahnung. Das, wisst ihr, was ich meine? Meinst du, jetzt ist das Eis gebrochen? Für mich schon. Jetzt kam es auf jeden Fall vom Herzen. Ich bin ehrlich ein bisschen enttäuscht, weil
ich das nicht gefühlt habe bei dem Kuss, was ich fühlen wollte. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Die haben einfach nicht dieses Kribbeln gehabt. Das hat man auch bei dem Kuss gesehen, dass es einfach nur, ja komm, ich probiere es jetzt mal, komm, lass uns mal küssen. Einfach mal so. Vielleicht wird es besser, wenn wir vertrauter sind. Autsch. Hey, mir fällt es manchmal noch schwer, dich zu greifen. Ich hoffe, dieser Abend wird mir etwas mehr Klarheit verschaffen. Ozan, was für Geschichten erzählst du mir? Ich freue mich auf dich, Jenny. Noch ein Einzeldate, Digga. Ozan kommt jetzt gleich vorbei und unabhängig davon, dass es jetzt den Streit gab, kann ich nie so genau sagen, habe ich jetzt Interesse oder gar nicht. Jetzt dieses Mal wieder so ein Auf und Ab wird schwierig. Hey. Endlich habe ich meine Chance, in Ruhe mit Jenny ein bisschen zu reden. Bin gespannt, ob Ozan dieses Mal ein gutes Gespräch zustande bekommt und nicht immer dieses einen auf Pascha machen. Wir kochen heute ein bisschen. Was? Echt jetzt? Kochen? Auch nicht schlecht, okay. In dem Moment hatte ich tatsächlich Hunger. Es gibt Menschen, die kochen auch mal, wenn die zu Hause sind und lassen sich nicht immer alles liefern, Ozan. Ich denke mal, du bist ein Kandidat. Du kochst nie zu Hause. Vielleicht gibt es auch immer Essen bei Mama zu Hause. Die Aussicht war top. Erstmal kurz vergessen, wie ich die Tomaten schneide. Ja, kein Wunder, wenn du dauernd in den Ausschnitt schauen musst. Also, wie objektiv bist du, Ozan? Wie objektiv? Jesaja ist da. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei dir? Ah, Ozan fehlt, gell? Ja, Ozan ist ein Date. Ozan ist Einzeldate. Ja, ich fasse mich ganz kurz. Ich bin zu ihr in die Villa gegangen. Hammer. Und ja, dann haben wir uns zuerst massiert, gegenseitig, mit so Öl und so weiter. Alja. Das ist zu viel für mein Herz, ich sag dir ehrlich. Das ist viel zu viel für mein Herz. Und dann sind wir eben ins Wasser und ja, kleine Kuss auch gefallen gegen Ende. Ihr habt euch geküsst. Ja, es war jetzt kein, du weißt doch, aber es war ein entspannter Kuss, ja. Boah, ja, ich bin trotzdem ehrlich, sag, was passiert ist und was sie da mit der Information machen, ist im Endeffekt ihnen überlassen. Und schmeckt? Schmeckt geil geworden. Ja. Wie ist eigentlich soweit dein Bild von mir? Was denkst du eigentlich so von mir? Ich mach mir echt viel Kopf darüber, weil ich denke immer, du denkst von mir, dass ich ein klischeehaftes Südländer bin, der streng ist, der so vieles verbietet. Ja, denke ich auch ein bisschen. Und bist du auch ein bisschen? Bisschen, ja. Ja. Ein bisschen, definitiv. Aber ich sehe ja definitiv auch, dass du eine liebevolle Seite an dir hast. Wo, Jenny? Wo ist er liebevoll? Wo? Wo? So, Tam, wenn du dich so anziehen möchtest, wo ich sage, okay, aus ist ein bisschen zu doll. Sexy anziehen ist wichtig. Aber jetzt kommst du nochmal, willst du dich billig zeigen oder willst du classy sein? Die Z-Tausch ist wirklich top, aber zu viel muss das sein. Ozan schafft es immer wieder, irgendwas Provozierendes zu bringen und jetzt hat er sich an ihren Ausschnitt aufgehangen, dass es ein bisschen zu tief war. Aber wer hat die ganze Zeit genau dort hingeschaut? Ozan. Schau mal, du wirst ja jetzt mittlerweile mitbekommen haben, dass ich eine eigenständige, stabile starke Frau bin. Und denkst du nicht, dass du eher eine Frau brauchst, die so ein bisschen schüchtern... Bist du das eine? Oder würdest du mir jetzt sagen, du bist komplett stark und schaffst das alles alleine? Also, ich brauche keinen Mann, ne? Aber ich will natürlich, also in der Partnerschaft, dass ich mich auch mal zurücklehnen kann und nicht alles bestimmen muss. Aber ich würde mir niemals von meinem Mann irgendwas verbieten lassen, wenn ich anderer Meinung bin. Ja. Ja. Und denkst du, dass du sowas willst? Sag ja, du bist Feuer und Flamme, das ist gut so. Nee. Es geht nicht nur in eine Richtung, sondern auch in eine andere Richtung. Also immer ein bisschen Action. Ob jetzt positiv oder negativ. Egal. Das glaube ich auch, dass uns nicht langweilig werden würde.
Also mein Fazit so zwischen Jenny und Ozan, es vibet einfach gar nicht. Ozan hat ganz andere Ansichten von einer Beziehung allgemein. Das harmoniert nicht. Das ist halt übelster Pascha und ich finde, sie ist auch eine sehr eigenständige Frau und sie will sich von so einem Mann nicht was sagen lassen und er will unbedingt einer Frau was sagen und leiten und führen. Das funktioniert bei den beiden nicht. Der haut einfach manchmal Sachen raus, wo ich mir echt denke, hat er nicht gesagt. So, und für alle als Info, meine Röcke sind so kurz, wie ich möchte, okay, und mein Ausschnitt ist so tief, wie ich möchte. Ich möchte nie wieder was darüber hören. Alter Schwede, das ist krass, also dass sie das nochmal so sagen muss, weil die Männer immer wieder sie darauf ansprechen, wie sie sich kleidet. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch nicht so geil. Also wenn mich jetzt verschiedene Personen darauf ansprechen würden, wie tief mein Ausschnitt wäre oder wie auch immer, das würde mich auch mega abfucken. Vor allem bei so einem Date oder bei einem Einzelgespräch. Weil die sind jetzt hier in einem Freizeitpark, den haben jetzt wieder ein Gruppendate und der Kahn hat sie wieder auf ihr Outfit angesprochen. Und klar, dass sie dann so darauf reagiert und sagt, hey, sprecht mich bloß ja nicht mehr darauf an. Es gibt keinen Ausweg, ich muss jetzt mit ihr über dieses unangenehme Thema sprechen. Na du, erzähl mal. Ich? Wäre es nicht besser, wenn du anfängst zu reden? Eigentlich schon. Warum lachst du so, hä? Ja, jetzt du verstehst nicht, wie sauer ich war. Die Eigenschaft, die ich am meisten an dir schätze, ist deine Ehrlichkeit. Dachte ich zumindest. Und wenn dann sowas kommt und ich in Frage stellen muss, ob du ehrlich bist oder ob ich dir vertrauen kann, dann da weiß ich ja gar nicht, ob ich dich richtig kenne. Ich habe nach unserem Date so halt erzählt, was Sache ist. Was so beim Date passiert ist, wie ich das Date empfunden habe. Und ich habe als Joke gesagt, ja, ich schwöre es dir. Ist ja, Jungs, ist ein Kuss gefallen. Das heißt ja nicht, dass der Kuss auf den Mund gefallen ist. Was denn? Hey, ich habe doch gesagt, es ist kein Kuss auf den Mund gefallen. Die haben es einfach noch nicht gecheckt. Ach, Adrian. Ja. Vergessen? Nee, weiß ich noch nicht. Okay. Das wäre jetzt zu viel, wenn ich direkt sagen würde, weil ich habe mich echt so, ich habe mich schon drüber aufgeregt. Wenn was zu Diskussionen führt und wenn man was in erster Linie nicht versteht, warum was passiert, klar regt man sich dann furchtbar drüber auf. Aber jetzt hat ja Adrian gesagt, was Sache ist. Also Jenny, entspann dich. Ist alles cool. Vera hat sie noch gesagt, sie will niemanden mehr hören, der ihr reinredet, was sie anzuziehen hat. Ich wollte bei dem Einzeldate jetzt sehen, ob wir immer noch auf einer Wellenlänge sind oder ob sich das jetzt geändert hat. Ich war die ganze Nacht wach, meine Liebe. Warst du? Ja. Was hast du gedacht? Wir sind uns schon sehr ähnlich, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, voll. Es ist halt die Frage, kommen solche Menschen auch zusammen, klar? Ich kann mir vorstellen, dass wir zusammen auf einer Couch sitzen, einfach Spaß haben. Und das kann ich mir halt nicht bei jedem jetzt hier vorstellen. Aber man sitzt nun mal nicht immer nur zu Hause auf der Couch. Also man muss auch mal rauskommen, man muss auch unter die Leute. Und die Jenny, ich denke, die denkt auch ein bisschen weiter. Kann er dann auch mit meinem Kind gut umgehen? Kann er auch gut eine Vaterrolle einnehmen? Wie zeigt er sich dann in der Öffentlichkeit? Ist er dann immer noch so cool und gelassen? Oder will er dann nur feiern gehen? Will er nur weggehen? Will er halt nur diese Action-Sachen erleben? Adrian löst einfach irgendwas in mir aus. Und das finde ich schön. Komm her, grinst. Süß. Ja, das ist doch schön zu hören, sowas. Boah, es knistert bei denen beiden schon ganz anders wie bei, wie war jetzt der Name? Ich hab's nicht so mit dem Namen, wo der erste Kuss gefallen ist. Aber bei denen merkt man einfach, wenn da ein Kuss fallen würde, der würde kicken, der würde richtig reinhauen. Ich weiß, was die Antwort auf alle Fragen wäre. Was? Du weißt selber. Nee. Ja. Ich weiß, dass ich den Schritt gehen muss. Aber jetzt mal ehrlich, ich kann doch nicht, wenn das Problem zwischen uns ein Kuss war,
ob einer gefallen ist oder nicht. Ich kann doch dann nicht direkt an dem Abend dann noch einen Kuss fallen. Das geht doch nicht. Adrian, natürlich geht das. Küss sie, nimm sie, zack, rein. Ich bitte dich, das geht doch nicht. Doch, das geht. Das geht nicht, nein. Ich wollte noch ganz kurz erstmal vorher was sagen. Ihr wisst, was letzte Nacht der Rosen passiert ist und alles Mögliche. Ich erkläre euch, wie das Date so abgelaufen war, aber dieses ganze Emotionale möchte ich gerne für mich behalten, weil ich hab's mir selber versprochen. Dieses ganze Haha, Hihi und Jungs, wenn ihr wüsstet, was sie gesagt hat, sowas kommt auf jeden Fall nicht mehr vor. Finde ich wirklich sehr, sehr gut von ihm. Man muss auch nicht immer alles erzählen. Auch wenn die anderen das unbedingt rauskitzeln wollen und genau wissen wollen, was da abläuft und so weiter. Es geht sie einen Scheiß an. Jetzt mal Hand aufs Herz, jetzt mal Real Talk. Keine Show, kein Nix. Ich hab dich ins Herz geschlossen. Ich auch wirklich. Das Problem bei mir ist, wenn es gut läuft, ich will es einfach nicht wahrhaben. Ich will es einfach nicht wahrhaben. Ich habe aber ehrlich gesagt einfach nur Angst, mich zu öffnen. So. Ich bin voller Schisser, wenn es um sowas geht. Dieses ganze Oberflächliche kann ich gut. Aber sobald ich irgendwie Gefühle zulasse, ich habe halt Angst. Adrian ist total der liebe Kerl und irgendwie fühle ich ihn da absolut. Es gibt so Momente, wo du einfach so voller Emotionen und Gefühle bist und dir die ganze Zeit die Frage stellst, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich will nichts falsch machen. Und dieses Gefühl hat er und das überwiegt. Deswegen hat er halt einfach ein bisschen Schiss, einfach die Jenny zu nehmen und sie zu küssen. Ja, Jenny. Hast du den Tag ein bisschen Revue passieren lassen, an dem wir uns zuletzt gesehen haben? Ja, und du? Ich auch. Wie fandst du ihn? Sag du? Ja, total scheiße eigentlich. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, mit dir zu reden. Wieso sitzen wir überhaupt hier? Hat sich gut angefühlt mit dir, muss ich sagen. Ja? Hat sich gut angefühlt. Oh, das ist halt schon krass. Also wenn er sagt, es hat sich gut angefühlt und sie fängt einfach an zu lachen, das ist einfach nur so ein Zeichen. Kein gutes Zeichen. Ein schlechtes. Ich sag dir ehrlich, ich fand's ganz komisch. Ja. Das war einfach komisch. Ja, deswegen wollte ich es gerade auch nochmal ansprechen, weil ich fand es auch ein bisschen komisch. Ja, Desire ist auch so ein Kerl. Am Anfang sagt er, das ist alles cool gewesen, war voll cool, voll schön und so weiter. Und dann sagt Jenny, es war voll komisch, irgendwie gar nicht so. Und wieso sagst du dann auch, das war komisch? Wieso sagst du das nicht gleich von Anfang an? Hast du keine eigene Meinung oder Desire, was ist los mit dir? Entweder man fand's gut oder man fand's komisch, aber man kann's ja nicht gut finden und komisch finden gleichzeitig. Da hat sie sowas von recht. Also, das war irgendwie extrem komisch. Entweder das fandest du mega geil oder das fandest du nicht so geil. Also, beides gleichzeitig geht nicht. Oder? Wieso sagst du das nicht gleich? Ich hab dich gerade gefragt, sag ehrlich, und du sagst... Es hat's gut, ja, deine Lippen haben sich gut... Schön, nee, dass deine Lippen sich gut angefühlt haben, das war jetzt keine Lüge. Okay. Ich hab sie wirklich gern. Ich mag sie. Wirklich. Voll. Ich fühle mich aber nicht wohl in dieser Situation. Adrian wird langsam zur Drama Queen. Ihm wird die Situation allgemein zu viel. Und wenn er sieht, wie sie Spaß mit anderen Kerlen hat und so weiter, ist es für ihn hart, weil er baut gerade wirklich ehrliche Gefühle auf. Und ja, dann kommt es natürlich zu so einer Situation. Es ist sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Ich weiß einfach nicht, warum ich es einfach nicht wahrhaben will, dass es gut läuft. Warte. Gemerkt. Ja. Gemerkt. Vielen lieben Dank. Bitte schön. Boah, das fand ich jetzt richtig krass. Also der ist so richtig nah und mit so einem bösen Blick an ihr vorbeigegangen, dass sie das quasi vor lauter Gesprächen und so ganz vergessen hat, nochmal mit ihm ein Gespräch zu führen. Und er war so pissig, ist an ihr vorbei, dass sie gleich zu ihm gegangen ist. Und ob das so geil ist, weiß ich nicht. Also mal schauen, wie sie jetzt darauf reagiert. Es war heftig. Rosan, hau mal ab, du hast da nichts verloren. Tu nicht lauschen, tu nicht schauen. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Was? Bro, wenn du jetzt küsst... Mal küsst dich bei einer Frau neben mir, dann gibt's Stress. Genau, das willst du nicht. Danke. Gerne. Ich habe große Töne gespuckt.
Ja. Okay. Mhm. Ich sag aber so, wie es ist, ich mach heute eh nicht. Ich bin Dulli, ich hab keine Eier. Oh, Adrian. Oh, der verkackt jetzt so krass. Nein, mach das doch nicht. Ich hab einfach nur keinen Bock, enttäuscht zu werden. Du, also ich hab das Gefühl, du bist stark genug, um das alles so zu verarbeiten. Ja. Ich hab das Gefühl, ich bin es nicht. Stark genug, um einen Rückschlag zu verarbeiten? Ja. Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Es ist halt die Frage, nimmst du mich an die Hand und sagst, ey Adrian, ich sehe in dir das und das und das und das? Oder du sagst einfach, way too toxic. Kannst du mich irgendwie verstehen? Weil jedes Mal, wenn ich es getan habe, wurde ich enttäuscht. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde jetzt anfangen zu heulen und sagen, scheiß drauf, ich fahre nach Hause. Ich weiß jetzt nicht, ob der Alkohol da auch mitmischt bei ihm, weil die trinken immer recht viel bei solchen Events. Aber er schießt sich da gerade selber sowas von dermaßig raus. Und ja, es sind einfach die enormen Enttäuschungen in der Vergangenheit, die einfach aus ihm hervorkommen und diese Art Seite von ihm zeigen. Ich bin nicht der richtige Typ für dich. Alter, ich weiß, was du willst. Lass gehen, scheiß drauf, oder? Besser. Ja, ja. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, ich glaube auch nicht. Das Ding ist, Bruder, ja? Wenn es zu gut läuft, ich mag das nicht. Bro, aber ist es so was Schönes, wenn es gut läuft? Bro, dann ist das so. Sie hat alles verdient außer mich. Weil ich bin anscheinend toxisch. Ich habe gedacht, in allen Beziehungen, die ich jemals hatte, von meiner Ex-Freundin bis zu meinen Situationships, von meinen Freundschaften, ich war immer das Problem. Adrian entpuppt sich anscheinend als kleiner Psycho. Mit dir ist es ein Auf und Ab der Gefühle. Ich wünsche mir Klarheit. Adrian. Überrascht? Hab ich nicht mitgerechnet, ne. Möchtest du sie an? Ja, sehr gerne. Damit habe ich echt nicht mehr gerechnet, dass er jetzt noch eine Rose bekommt, muss ich ehrlich sagen. Aber mal sehen, was daraus noch werden könnte. Aber ich denke, das wird noch in Richtung Kuss hinauslaufen. Also, wenn sie ihm jetzt noch eine Chance gibt, dann liegt ihr was an ihm. Und zwar sowas von. Die letzte Rose geht an. Osa. Kann. Kommst du noch zu mir nach vorne? Ich glaube, die Zeit hat nicht gereicht. Ist halt so, leider. Alles gut. Du hast es super gemacht. Ich bin eigentlich ein guter Junge, aber er hat vielleicht doch nicht mehr so viel Zeit, ihr zu zeigen. Kann nicht genau einschätzen, ob du sauer auf mich bist. Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Okay. Ich hoffe, du bleibst so, wie du bist. Ich mag dich sehr, sehr gerne. Ich auch. Und danke, dass du da warst. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Und somit ist auch diese Folge zu Ende. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Lass gerne zum Abschluss noch ein Like und ein Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao.